Hallo YouTube, wenn ihr das Problem habt, dass eure Heizkörper, also einzelne Heizkörper oder mehrere Heizkörper nicht warm werden, dann kann das an drei verschiedenen Sachen liegen. Zum einen, es befindet sich Luft im Heizkreislauf, das heißt speziell im Heizkörper, und dadurch kann nicht genug heißes Wasser nachfließen, um den gesamten Heizkörper eben warm zu machen. Dann kann es sein, dass euer Thermostatventil hängt. Die zwei Sachen können wir innerhalb von wenigen Sekunden machen und das zeigen wir auch gleich. Oder aber der dritte Fall, es kann sein, dass ihr einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage machen müsst. Das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber auch problemlos zu schaffen. Das habe ich auch in einem separaten Video für euch erklärt. Um die ersten zwei Sachen zu lösen, gehen wir zum ersten Mal mit einer kleinen Zange hin. Wir lösen hier unser Thermostatventil. Dazu drehen wir es auf die volle Stufe, also ganz auf, und drehen die Überwurfmutter, die hier dran ist, ab, so dass wir das Thermostatventil in der Hand haben. Hier ist es so, der Stift hier drin drückt auf dieses Ventil und drückt es entweder nach innen zu oder nach außen auf. Und ich zeige euch jetzt in der Nahaufnahme, wie wir das perfekt lösen können. So, hier haben wir jetzt ein Ventil in der Großaufnahme. Sieht jetzt normalerweise das Thermostat drauf, das haben wir ja abgemacht. Und hier ist jetzt das einzelne Ventil, was die Wasserzufuhr zum Heizkörper regelt. Ich drücke es mal mit der Zange ein bisschen rein, dann seht ihr das. Also wenn es nach innen gedrückt ist, ist es zu. Wenn es nach außen ist, dann fließt das Wasser durch. Und in dem Thermostatregler ist eben ein kleiner Stift, der dieses Ventil auf- oder zudrückt, je nach Temperaturwunsch im Raum und was am Ventil eingestellt ist. Wenn ihr die ganze Zeit euer Thermostat im Sommer auf Frostschutz oder Null eingestellt habt, kann es sein, dass der Stift hier in der Position geschlossen drin bleibt, weil er eben die ganze Zeit in der Position eingestellt war und geht nicht mehr automatisch raus. Und dann, wenn ihr natürlich jetzt im Herbst oder wenn es kalt wird, die Heizkörper anhaben wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass der Stift auch wieder nach außen fließt. Dazu könnt ihr mit der Zange wirklich hier aber nur an der kleinen Spitze etwas ziehen und bewegen, damit das Ventil wieder nach außen kommt und somit fließt schon mal Wasser wieder rein. Dann solltet ihr hier den Körper des Ventils etwas reinigen und gegebenenfalls mit ein bisschen WD-40 oder sonstigem hier einsprühen, damit er eben leicht gangbar ist. Manchmal reicht es auch schon, wenn man ein paar Mal hin und her drückt, um das Ganze wieder vernünftig hinzubekommen. Dann sind wir soweit auch schon fertig mit der Sache. Drehen wieder unser Thermostatventil auf die Stufe 5, also das größte, setzen das hier an und drehen die Mutter wieder fest. Schön oben den Strich hier in der Mitte. So, ihr könnt den Heizkörper wieder einstellen auf die gewünschte Stufe und damit ist die Sache schon gelöst. Kommen wir noch zum zweiten Grund, warum euer Heizkörper kalt sein kann. Das, was wir eben gemacht haben mit dem Ventil, kann man sehr schnell erkennen, wenn das Ventil zu ist, kommt gar kein heißes Wasser in den Heizkörper. Das heißt, der ist komplett kalt. Oder hängt auf einer bestimmten Stufe fest, das muss man dann kontrollieren. Wenn jetzt bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel hier, wo das Wasser einfließt, heiß sind und ein anderer Bereich kalt ist, dann ist sehr wahrscheinlich Luft im Heizkörper. Das können wir sehr leicht durch ein Ventil ablassen. Und das zeige ich euch jetzt auch mal in der Nahaufnahme. Das Ventil befindet sich meistens gegenüberliegend vom Einlauf, das heißt hier vom Prinzip her auf der linken Seite oben, weil auch hier die Luft immer nach oben steigt. Und es kann aber auch sein, dass es hier, je nachdem wie euer Heizkörper aufgebaut ist, in der Nähe des Einlaufs ist, wenn auf der gleichen Achse auch der Rücklauf angeschlossen ist. Und jetzt gehen wir auf die Nahaufnahme und schauen mal, wie wir die Luft aus dem Ventil kriegen. So, um jetzt die Luft aus dem Heizkörper rauszubekommen, befindet sich immer ein Ablassventil an dem Heizkörper. Das ist meistens an der gegenüberliegenden Seite des Heizungsthermostats, also da, wo auch das Wasser einläuft. Kann aber auch sein, dass es sich in der Nähe des Heizungsthermostats befindet. Schaut einfach, wo ihr etwas seht, wie hier unten ist vielleicht leicht zu erkennen, so eine kleine Öffnung, wo nachher die Luft bzw. Wasser rauslaufen kann. Das heißt, ihr braucht zwei Komponenten. Zum einen etwas, um dieses Ventil zu öffnen, das ist hier so ein kleiner Vierkant. Den solltet ihr eigentlich bei der Heizung dazu bekommen haben. Ansonsten verlinke ich euch das aber auch nochmal und schaut euch vor an der Heizkörper natürlich an, was brauche ich für einen Vierkant. Als zweites ein Gefäß, wo ich das heiße Wasser reinlassen kann. Also Gläser oder sowas, wenn ihr teilweise jetzt heißes Heizungswasser habt, was 60 Grad oder höher ist, da solltet ihr auf jeden Fall was nehmen, was die Hitze auch aushält. Dann geht ihr hin, dreht euer Thermostat auf volle Stufe. Die Heizung im Keller muss natürlich laufen, das heißt, die Pumpe muss aktiv sein. Jetzt setzt ihr hier den Schlüssel an
dreht einfach das Ventil auf. Entweder zischt es, dann ist Luft drin, oder wenn hier ist, kommt direkt Wasser raus. Okay, solange es zischt, lasst es die Luft entweichen. Und wenn das Wasser in den Tasse läuft und dauerhaft ein Strahl mit Wasser da ist, dann habt ihr den Heizkörper schon entlüftet. Wartet ein paar Minuten und schon habt ihr euren Heizkörper wieder schön warm. An der Stelle eine kurze Anmerkung. Wenn ihr jetzt Luft oder Wasser aus dem Heizkörper entweichen lasst oder aus mehreren Heizkörpern, dann reduziert sich der Gesamtdruck in der Heizungsanlage. Das heißt, hier kann es notwendig sein, manuell Wasser nachzufüllen, um den vorgegebenen Druck für die Heizungsanlage wieder zu erreichen. Es gibt Systeme, die das automatisch nachregeln können, das solltet ihr auf jeden Fall klären. Nicht, dass nachher zu wenig Wasser im Kreislauf ist und die Pumpe es nicht schafft, alles zu transportieren. Sollte das nicht den Fehler beheben, kann ein hydraulischer Abgleich notwendig sein. Das ist besonders der Fall, wenn ihr die letzten Heizkörper in dem Heizkreislauf nicht warm bekommt. Dazu habe ich aber ein separates Video gemacht. Schaut einfach in meinem Heizungsbereich in meinem Kanal. Danke und bis zum nächsten Mal.